Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch war bei Maischberger in die Sendung eingeladen und dort eskalierte die Diskussion komplett. So werden wir gleich im Video sehen, wie sich Frau Beatrix von Storch gleichzeitig mit Frau Maischberger und mit einer linken Politikerin anlegt. Thema der Sendung war der Klimawandel und die Frage, ob er menschengemacht ist und wenn ja, ob etwas dagegen unternommen werden kann. Beatrix von Storch war in ihrer Bestform und teilte so richtig gegen den Klimafanatismus aus. Wir schauen jetzt ins Video. Bitte abonnieren Sie davor noch meinen Kanal, dass Sie in Zukunft keine Videos verpassen. Vielen Dank. Klimawandel ist menschgemacht, ja oder nein? Also nach den Linken ist er nicht menschengemacht, so steht das ausdrücklich im Programm, sondern der ist von Reichen verursacht. Wir sagen, den menschengemachten Klimawandel oder den Klimawandel hat es schon immer gegeben, ganz unabhängig von den Menschen und unabhängig von den Reichen. Und die Frage ist, was wir dagegen tun oder aber was die Frage, wir tun ist er jetzt menschgemacht, ja oder nein? Ist das menschliche Handeln hat darauf keinen Einfluss. Wir können durch unseren Handeln, macht es keinen Sinn, uns dagegen zu wehren oder zu versuchen, sinnlose Maßnahmen zu machen. Vielleicht darf ich den einen Punkt an der Stelle machen. Alle Wissenschaftler, die sich einig sind, dass wir CO2 einsparen müssen, um das Klima zu retten. IPCC wird an der Stelle immer zitiert. Der IPCC sagt auch, wir brauchen Kernkraft. Um das zu lösen. Aber da sind wir ganz anderes dabei. Argument. Das heißt, die Maßnahmen, die ergriffen werden müssten, ja, aber um das Sie haben zu tun, die werden nicht ergriffen und die werden von allen abgelehnt, zuvörderst auch von den Linken, die an der Stelle, wie ich schon gesagt habe, schlimmer sind. Aber wenn man gar keinen Einfluss darauf hat, ob das Klima sich ändert, muss man ja über die Kernkraft gar nicht diskutieren. Sie sagen, wir haben keinen Einfluss darauf. Wir brauchen Energie. Also Sie haben gerade gesagt, wir haben keinen Einfluss darauf, ob das Klima sich ändert. Das würde ich Nein, gerne Moment, ich habe nicht, aber ich habe nicht gesagt, dass wir deswegen keine Kernenergie brauchen. Ich habe gesagt, wir brauchen bezahlbaren Strom. Aber Sie haben gerade gesagt, wir haben überhaupt gar keinen Einfluss darauf, ob das Klima sich ändert. Also was wir tun, hat keinen Einfluss. Haben Sie gerade gesagt? Darf ich, das würde ich einen Satz zu Ende sagen? Ich habe gesagt, wenn wir CO2 einsparen wollen, so wie das IPCC sagt, was wir machen müssen, ja, aber Sie haben dann gerade brauchen gesagt, wir Sie Kernenergie gar nicht daran, und deswegen, dass das was nutzt. Deswegen sollten wir Kernenergie wieder einführen. Ein Argument, das andere. Energiequellen aussteigen. Frau von Storch, ich muss Sie trotzdem jetzt mal einmal, das Argument, was ich jetzt gerade habe, ist, glauben Sie daran, dass der Mensch den Klimawandel vorantreibt oder nicht, wenn Sie daran nicht glauben? Ich glaube an Gott und nicht an den Klimawandel. Das ist korrekt. Frau Mohammed Ali, Ihre Antwort darauf. Bevor wir uns die Antwort der linken Politikerin anschauen, möchte ich ganz kurz auf das Gesagte eingehen. So scheint Frau Maischberger mit den Ausführungen von Beatrix von Storch vollkommen überfordert zu sein. Zunächst macht Frau Storch deutlich, dass der Klimawandel nicht durch Menschen verursacht ist. Im weiteren Verlauf spricht sie sich dennoch für Atomkraft zur Energiegewinnung aus, da es sich hierbei um eine relativ günstige Technologie handelt. Spätestens hier war dann Frau Maischberger total überfordert. So fragte sie allen Ernstes mehrfach nach, warum sich Frau Beatrix von Storch für Atomkraft ausspricht, obwohl sie doch nicht an den Klimawandel glaube. Offensichtlich scheint sie nicht verstanden zu haben, dass Atomkraft mehr Vorteile als nur die CO2-Neutralität hat. So ist Atomstrom relativ günstig im Vergleich zu erneuerbaren Energien und Atomstrom ist letztendlich grundlastfähig. Das heißt, Atomstrom wird auch dann in den Abend- und Nachtstunden erzeugt, wenn zum Beispiel Solarstrom nicht zur Verfügung steht. Diese Fakten müsste mal jemand den Grünen bzw. der Ampelregierung erzählen. So setzt diese mittlerweile vermehrt auf erneuerbare Energien und führt eine kopflose Energiewende durch. Letztendlich steigt dadurch die Gefahr von Blackouts drastisch an. Viele Wissenschaftler und Experten sind sich einig, dass man kein Industrieland nur auf Grundlage von erneuerbaren Energien versorgen kann. Da Habeck und die Ampelregierung jedoch eine ideologische Politik betreiben, sind ihnen diese Fakten vollkommen egal. Somit bleibt nur zu sagen, liebe deutsche Bevölkerung, bereitet euch auf Blackouts und Stromausfälle vor. Jetzt aber genug geredet, wir schauen weiter in das Video. Ja, also der Klimawandel ist selbstverständlich menschengemacht. Das ist ja auch, also da herrscht ja auch größte Einigkeit bei den allermeisten Wissenschaftlern. Und ich glaube, dass wenn man sich auch nur halbwegs sich auf dem Boden der Realität bewegt, dann kann man das nicht ernsthaft abstreiten. Die Kernenergie, wenn man darauf jetzt kommt, tatsächlich, wenn man sagt, man muss CO2 einsparen, kann man immer noch argumentieren, Deutschland ist für, glaube ich, 2% CO2-Ausstoß weltweit verantwortlich. Macht es dann überhaupt einen Unterschied, ob wir uns abmühen mit Erneuerbaren oder
Naja, es macht natürlich, also ich sag mal, das ist ja als Argument, wenn jetzt jeder sagt, naja, mein Anteil ist so klein, auf mich kommt es nicht an, dann kommen wir ja überhaupt nicht weiter. Und was Atomkraft angeht, vielleicht den Satz noch, also ja, das ist... Es gab in den 80er Jahren gab es schon die Anti-Atom-Bewegung, dass ich mich im Jahr 2021 ernsthaft noch anhören muss, dass jemand zurück zur Atomkraft möchte. Das hätte ich mir nicht zu träumen gewagt. Bill Gates gehört zu den Fans der Atomkraft. Tja. Kann eine Debatte sein. Frau von Storch, tatsächlich, die AfD sagt, also wir wollen nicht aus der Kohle aussteigen, nicht aus dem Verbrennungsmotor aussteigen. Die Linke sagt, wir wollen 2035, glaube ich, 100% erneuerbare Energien haben. Eine Frage, selbst wenn Sie recht hätten, was spricht dagegen, in zukunftsweisende Technik zu investieren? Bevor wir uns die Antwort von Beatrix von Storch anschauen, möchte ich ganz kurz auf die Aussage der linken Politikerin eingehen. So stellt sie allen Ernstes die Atomkraft als eine veraltete Technologie dar. Solch eine Behauptung könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. So boomt die Atomkraft wie keine andere Technologie derzeit, und viele Länder der Erde setzen explizit auf Atomkraft, um ihre Energieversorgung zu gewährleisten. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, bei der Weltklimakonferenz haben rund 20 Staaten beschlossen, die Atomkraft mehr auszubauen. Darunter unter anderem die Länder Japan, Frankreich und USA. Auch wurde bei der Weltklimakonferenz beschlossen, dass die Leistung von Atomkraftwerken bis zum Jahr 2050 verdreifacht werden soll. Nur Deutschland kocht mal wieder seine eigene Suppe und geht seinen Sonderweg, der an Idiotie kaum zu überbieten ist. Das Ganze wäre nicht so tragisch, wenn nicht Millionen von Arbeitsplätzen gefährdet wären, die deutsche Industrie abwandert und die Bevölkerung unter extrem hohen Stromkosten leiden würde. Wir schauen uns jetzt an, was Beatrix von Storch, Frau Maischberger, zu antworten hatte. Das ist doch genau das, was wir fordern. Forschung und Entwickeln, das sollen wir unbedingt tun. Aber das, was die Linke sagt, die wollen aussteigen aus Kohle, aus Gas und aus Kernenergie, dann wollen sie gleichzeitig den Verbrennungsmotor abschaffen, Elektroautos haben, die dann nachts geladen werden sollen, wenn gerade die Sonne nicht scheint und der Wind möglicherweise nicht bläst. Ihre, das ist so utopisch und das und ist ihre so Alternative ist. Und dann wollen sie Hanf anbauen in den Kohlegebieten. Also das ist einfach nur noch grotesk, was sie machen. Ja, Sie haben wirklich richtig gehört. Die Linkspartei will allen Ernstes in den stillgelegten Kohlewerken Hanf anbauen. Dieser soll dann für die Textilproduktion eingesetzt werden. In dem Wahlprogramm der Linken wird dazu ausgeführt, dass, ich zitiere, mit dieser effektiven Methode stillgelegte Ressourcen effizient genutzt werden können. Bei solch einer Aussage wäre ich fast vor Lachen vom Stuhl gefallen. Wenn man solche Aussagen hört, ist es wenig überraschend, dass die Linkspartei keine Zukunft in Deutschland hat und immer mehr auseinanderfällt. Nun würde mich mal Ihre Meinung interessieren. Werden wir bei der nächsten Bundestagswahl noch eine Linkspartei sehen oder ist diese Geschichte? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.